Und dann haben wir hier. Dann haben wir hier Sammy. Den gibt es nicht in der Goodie Box. Den gibt es nur bei mir. Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Saskia und ich freue mich sehr, dass du dich hierher verirrt hast. Bin ich nicht schön braun geworden? Schön wäre, wenn das auch echt wäre. Hi! Dieses Video ist mal etwas negativ, wie allerdings auch die letzten Videos, die sich rund um die Goodiebox gedreht haben. Ich habe heute nämlich nicht nur die von diesem Monat, also diesen Monat ist auch übertrieben, ich habe heute diesen Monat zwei Boxen für dich, nämlich die vom April und vom Mai. Und da starten wir gleich. Wir sind mitten im Juni. Wir sind Anfang Juni und ich habe vor zwei, drei, ich habe heute die Box abgeholt. Sie kam am Wochenende, am Samstag. Da war der zweite. Würde ich nichts Falsches erzählen? Der dritte. Am 3. Juni kam meine Goodiebox. Ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal mit der, einen kurzen Rücktritt in eine der beiden Richtungen. Einen kurzen Recap und ich zeige euch jetzt erstmal, was in der Aprilbox drin war und gebe euch da so ein bisschen meinen Eindruck und dann switchen wir wieder her in die Zukunft quasi und ich zeige euch, was in der Maibox drin ist und warum ich die Goodiebox deabonniert habe. Ja, kommt immer in diesem Schubladendesign und dann haben wir hier Sammy, den gibt es nicht in der Goodiebox, den gibt es nur bei mir. Ich mich schon gewundert habe und gedacht habe, na, wann kommt sie denn mal endlich? Ich schon mitbekommen habe, wer sie schon so alles hatte. Dann habe ich zumindest eine E-Mail bekommen, tut uns leid, Lieferschwierigkeiten und so weiter. Soll jetzt abgeschickt werden. Und sie ist gestern bei mir angekommen. Heute ist der 26.04., also am 25. Das ist halt auch sau spät, ne? Und ich bin nun mal auch ein Beauty-YouTuber und ich möchte euch Boxen ja auch zeigen. Wohlgemerkt, wenn euch die Box gefällt und die jetzt bestellt, bekommt sie halt nicht mehr. Jetzt sowieso nicht, weil wenn ihr das Video seht, ist Mai. Ich rede aber und rede. Wir machen erstmal die Produkte. Ist aber nicht schlimm, dann können wir gleich mal den Blick reinmachen. Normalerweise haben wir halt immer dieses schöne Crizzle Paper. Hier haben wir auch mal Make-up drin, bin ich ganz begeistert. Ich gehe mal aber erstmal ins Heftchen, denn das ist jetzt hier aufgegangen. Und wir gucken uns mal das Unboxing der Classic One, The Spring Glow Essentials an. Also ich würde mir ja gerne das Unboxing angucken, aber es geht nicht. Wow. Probleme haben wir halt auch regelmäßig, ne? Gut, Leute, das dauert mir ja alle zu lange. Dieses Feeling, die Box auszupacken, sich auch mit dem Heftchen zu beschäftigen, wo Preise und sowas drin sind, das fehlt mir halt. Ah, jetzt geht's, oder? Oder? Ja. Mal gucken, mal sehen, wie lange. Ich habe zumindest die nächste Seite. Der Frühling ist die Zeit der Erneuerung und Verjüngung. Wie man diese Jahreszeit besser begrüßen kann als mit einer neuen Hautpflegeroutine und der strahlenden Energie, die der Frühling mit sich bringt. Egal, ob du deine müde, fahle Winterhaut, ich habe keine müde, fahle Winterhaut, loswerden willst, neue Make-up-Looks ausprobieren möchtest oder ob du dich auf einen strahlenden Frühlingslook konzentrierst. Die Produkte in deiner Box sind eine perfekte Kombination aus Make-up und Hautpflege für diesen Monat. Das dauert jetzt wieder. Ich starte mal. Ich starte mal mit dem ersten Produkt. Das ist nämlich was Großes und das sieht nach einem Face Mist, also einem Tonic oder irgendwas in der Richtung aus. Und das scheint von der Goodiebox Eigenmarke zu sein, denn hier steht Goodiebox Essentials Face Mist Cotton Cloud 150 ml. Ja, ich will mal dran riechen. Hm, hat so einen leicht süßlichen Geruch. Kommt, Leute, es ist abends. Ich habe schon sehr lange mein Make-up drauf. Ich habe gerade nur ein bisschen was aufgefrischt. Machen wir die Haare ein bisschen zurück. Die müssen allerdings auch gewaschen werden. Vielleicht mal erstmal so. Okay, Sprühnebel gefällt mir. Der Geruch ist weird. Der Sprühnebel an sich ist schön. Ein nettes Produkt. So, also 12 Euro wert oder 50 ml erfrischender Face Mist aus Rosenwasser. Ja, okay, es riecht nämlich auch eher nach Rosenwasser. Feuchtigkeit spenden mit Baumwollsamen und Baumwollblüten. Ja, und dann wird gesagt, wie man sich sowas aufsprüht. Nämlich vors Gesicht halten. Bei uns weht der Wind aktuell. Es ist wirklich nicht auszuhalten. So. Da hatte ich so ein bisschen Zahnpasta-Vibes, aber es ist keine Zahnpasta, es ist eine Handcreme. Ich glaube, in der Goodiebox hatte ich auch jetzt in den letzten 4 Monaten mindestens eine Handcreme drin. Und ich bin euch ehrlich, ja, ich creme meine Hände ein, aber ich schenke meiner Schwester wirklich viele Handcremes. Das erzähle ich irgendwie immer, wenn ich eine Handcreme hochhalte. Aber
sie muss die halt auch aufbrauchen. Und meine Schwester ist wirklich eine Person, die cremt sau viel. Einfach weil sie wirklich ein Mensch ist, der sehr, sehr trockene Hände hat. Da habe ich irgendwie echt Glück in der Familie. Ja, gucken wir mal. Der Geruch gefällt mir nicht. Oh, so ein bisschen Parfüm-like, aber kein schönes Parfüm irgendwie. Oh, was ist denn das? Pink Molecule Handcreme, 50 Milliliter. Ja, soll, also die Firma Sarco Perfume, achso, habe ich euch das eigentlich in die Kamera gezeigt? So sieht die übrigens aus. Wow, ich bin nur am Meckern und ja. Also Sarco Perfume macht halt logischerweise Perfume, also Parfüm, wie der Name es schon sagt. Ja, und auch großartige Handcremes, das ist halt Traumkernöl und Öle aus Plukinetia volubilis. Sancha Inchi, das hilft mir auch nicht viel mehr. Soll die Feuchtigkeit und Elastizität erhöhen. Mein Problem ist gerade, dass das hier irgendwie so viel Druck drauf ist, dass hier oben schon was rausgekommen ist und es gerade auch rausquillt gefühlt. Das stört mich schon wieder. Hasse ich. Kein schönes Packaging, wollte ich sagen. Aloe Barbadensis Leaf Juice. Was auch immer. Feuchtigkeitsspendend und entzündungshemmende Wirkungen und Vitamin E ist noch drin, ist ja ein Antioxidant, Stärkung der Hautbarriere. Ja, es ist halt und bleibt eine Handcreme, eine sehr teure Handcreme, aber es ist und bleibt eine Handcreme. So, das nächste Produkt ist Make-up, das finde ich gut. Endlich mal wieder, wie gesagt, ich glaube in den letzten zwei Boxen, Februar und März, war keins drin. Von Sandstone. Alles klar. Von Sandstone ein Infinite Summer Bronze, 32 Summer Bronze, Summer Glow, Entschuldigung. Wir gucken mal, also ein Bronzer, aber der hat gar keinen Glow. Ich hätte jetzt bei Summer Glow gedacht, dass der auch einen Glow hat, aber ist das ja schnell eingezogen, kann ich auf jeden Fall sagen, das ist an sich nett. Ich glaube nicht, dass der einen Glow hat, oder? Hast du einen Glow? Nee. Oder? Nö, der hat keinen Glow, der ist einfach matt. Farbton könnte passen. Ja, ist jetzt nicht zu dunkel auf jeden Fall. Gerade auch ausgeblendet, doch. Also ich habe es jetzt mal nach oben hin so ein bisschen ausgeblendet. Ne? Wenn ihr was hört, ist der Wind. Das finde ich ganz schön. Wir haben Make-up drin. Hype mich das jetzt so? Nee, irgendwie nicht so. Ja. Ich brauche ja nicht zum Bronzer erzählen, zu Sandstone. 6 Gramm sind hier drin. Und ja, es ist halt ein Bronzer, ne? Jo. So, das nächste Produkt ist für die Haare Cream Heat Spray, ein Cream Thermo Protective en Spray von Maria Nila. Ja, schauen wir mal. 75 Milliliter ist eine Travel Size. Nährendes und hitzeschützendes Leave-In-Spray. Es baut geschichtetes Haar wieder auf, verhindert Spliss, spendet Feuchtigkeit. Duftet frisch nach Pfirsich, Apfel und Rose. Das klingt gut, da riechen wir gleich mal dran. Verleiht dem Haar einen schönen Glanz. Hier ist ein Collar-Guard-Komplex drin, der das HVOV-Schalen schützt und dazu beiträgt, dass die Haarfarbe nicht verblasst. Vor dem Föhnen und Stylen auf das feuchte Haar auftragen. Ich will jetzt mal wissen, das finde ich mal toll. Deckel und dann haben wir hier noch einen Deckel. Warum macht man zwei Deckel? Das ist so eine Plastikverschwendung. So, ich schraube mal auf, weil ich wissen will, wie das riecht und wie die Konsistenz ist. Oh ja, der Geruch ist schön. Richtig schön fruchtig. Gefällt mir gut. Eine leicht milchige Konsistenz. Und eher, also nicht flüssig, sondern eher ein bisschen gelig. Machen wir das mal kurz. Ich will mir nur mal. Ich weiß, man macht das nicht in die Hand, ist mir klar. Okay. Ist wirklich eher fest und ich würde sagen auch ein bisschen schwerer. Werde ich ausprobieren. Finde ich, ist ein interessantes Produkt. Man muss halt sagen, viele Produkte der Goodie Box sind halt echt teuer. Auch das als Travel Size kostet schon 16 Euro. Es ist halt so ein bisschen, dass man Luxus hat. Ne? Das, dafür steht, finde ich, auch die Goodie Box so ein bisschen. Und sorry, wenn ich zwischendurch Glossybox sage, ne? Ich war sehr lange Glossybox-Abo. Nennt. Ja, ich überlege gerade, ob wir in den letzten Monaten was in die Richtung drin hatten. Ich glaube nicht. Deswegen finde ich ganz nett.
So, das letzte ist sowas hier. Ich weiß nur nicht, was es ist. Ich habe sowas in klein von der Struktur her. Raven Salona. So sieht das erstmal hier aus. Ich glaube, ihr seht auch ganz gut die Stoffart. Handy. Okay, soll man irgendwie in der Shower und all over the body benutzen? Crafted von einer feinen Blend of Viskose und Cotton, also Viskose und Baumwolle. Exfoliating Towel, ein Handtuch. Provides a natural skin exfoliant, soothing your body and soul. Scrub gently to remove impurities, dead skin, stimulate blood flow for soft, smooth and glowing skin. Okay, also das ist aus Viskose und Baumwolle oder Wolle auf jeden Fall. Das ist ein Exfoliating Towel, also so ein bisschen Richtung Peeling Towel. Soll helfen, dass die Haut sich natürlich quasi so ein bisschen regeneriert für Body and Soul. Und man soll das eben vorsichtig, also es kommt gently, seid sanft zu eurer Haut. Und damit soll man Unreinheiten, tote Haut und dem, also entfernen und den Blutfluss quasi stimulieren für eine softe, smoothe und glowige Skin. Mhm. Ich bin euch ganz ehrlich, ich packe das jetzt nicht aus. Ich glaube, das werde ich mal weitergeben, weil sowas benutze ich nicht. Wir gucken aber mal kurz rein. Das ist eine Full-Size-Größe. Ja. Kleine Zugabe zu deiner Frühlingsbarbox. Das heißt, eine Zugabe. Wir haben vier Produkte davor drin. Das geht. Zugabe war für. Also, das muss man sagen. Zugabe die letzten Wochen oder Monate war tatsächlich immer irgendwie ein Haarprodukt. Also, ich hatte einen Haargummi drin. Der ist auch ganz schön. Der ist nur ein bisschen klein. Ich hatte eine Haarklammer drin, so eine zum Hochstecken. Die benutze ich auch tatsächlich regelmäßig. Habe ich diesmal als erstes Mal nicht, dass ich nicht noch einen Zusatz drin habe. Fun Fact: Das sind die Sachen aus dem Adventskalender, hat mir eine Freundin letztens erzählt. Also, das ist ein Peeling-Handtuch, genau, Viskose und Baumwolle. Ja, hier steht genau das Gleiche, was ich auf Englisch gerade versucht habe zu übersetzen. Genau, Unreinheiten, abgestorbene Haut, Durchblutung angeregt, weiche, glatte, strahlende Haut und so weiter und so weiter. Und um den ganzen Alltagsstress den Abfluss hinunterzusprühen. Also wenn das, wenn mein Alltagsstress den Abfluss hinuntergesprüht wird, dann muss ich aber einen Klempner holen, weil es dann wahrscheinlich nicht so optimal ist. So, ja, also, von den 5 Produkten gehen 2 weiter. Ja, meine Schwester wird sich darüber freuen, die freut sich immer darüber, die fragt auch immer, ob ich mir, kaufst du das alles? Sag ich, nö, es ist alles in Boxen drin. Und gefühlt, ich habe ja in den letzten Monaten, weiß ich nicht, wie viele Handcremes gegeben, sie verbraucht die wirklich gut, aber ja. Finde ich spannend, werde ich ausprobieren, freue ich mich auch wieder und finde ich auch spannend. Schöne, also 3 Produkte gefallen mir gut, aber es sind halt 3. Preis-Leistung steht hier oben, ist einwandfrei, nee, da. So, da bin ich wieder. Ja, die reine Auswahl der Goodiebox war nicht schlecht, war auch die letzten Monate jetzt nicht krass schlecht. Aber ich muss euch sagen, es gibt einiges, was ich nicht gut finde. Wie gesagt, das ist jetzt die Box von diesem Monat. Ich muss sagen, das Packaging gefällt mir gar nicht. Ich mag ja diesen schlichten Boxen tatsächlich mehr. Open Explore Enjoy Goodie Box. The box is for opening, the box is for exploring, the box is for enjoying. This is your box. Open, explore and enjoy. Und Shine steht hier drauf. Ja, ich meine, auch so ist hier dann in der Regel eingebaut. Ist okay. Reveal. Und dann steht hier unten noch: Are you reading this before opening me? Applause that takes self-control. Psst. If you're reading this after opening me, I don't blame you. Also von wegen, liest du das etwa, bevor du es hier aufgemacht hast? Das heißt, eine Menge Selbstkontrolle. Und wenn du es danach liest, was heißt blame? Ich verurteile dich nicht. Ich bin super. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Ich habe die Box schon deabonniert, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich jetzt überhaupt noch den Zugriff auf das Unboxing habe. Oder ob dieser ganze Mitgliederbereich für mich sogar schon wieder gesperrt ist. Deswegen schauen wir mal. Ja, es ist für mich gesperrt. Hier steht, sie haben ihre erste Box noch nicht erhalten. Denn mein Abo ist logischerweise noch deaktiviert. Und das wird auch so bleiben. Aber dazu kommen wir gleich. Gut, dann hat sich das ja hier schon erledigt. Brauche ich hier gar nicht weitermachen.
Gut. Blub. Machen wir mal leise. Ja, typisches Goodie-Box-Opening, beziehungsweise hier ist nicht mal der Aufkleber drauf. Also der ist hier, ich war hier schon einmal dran, um reinzugucken, aber der Aufkleber war nicht mal drauf, sodass die Box geschlossen ist. Und der Blick in die Box. Wir haben 5 Produkte drin und ja, es sind solide Produkte. Das kann ich wirklich nicht anders sagen und das möchte ich auch nicht schlecht reden. Wir fangen einfach mal an. Ich suche euch jetzt grob dann die Preise raus, weil, wie gesagt, auf die Homepage komme ich nicht. Einmal haben wir von Hair Couture eine Hair Mask Super Glow Clear Glaze Treatment für alle Haartypen. Hier ist ja auch eine Ölformulatur drin und High Gloss Minerale. Jo, 150 Milliliter ist eine schöne Größe, passt perfekt zu meinen Nägeln, können wir darüber reden. Oh mein Gott. Selten, dass wir so eine Masken in so großen Tuben haben. In der Regel sind die ja immer eher in so Böttchen drin. Hallo Sammy. Du Dicker, du nervst jetzt aber ein bisschen, geh mal runter von mir. Jo, Haarmaske finde ich immer gut. Schönes Produkt. Flannery. Triple Poppy Rice Bran. Eine Retexturizing Mask. Ja, also wahrscheinlich eine Maske fürs Gesicht. Ich muss auch sagen, die Boxen waren sehr maskenlastig die letzten Monate. Also ich habe, glaube ich, gerade in meinem... Hier steht meine Kiste, lustigerweise, das muss ich auch mal aufdrehen. Mit den ganzen Sachen aus dem April tatsächlich, die in den Boxen waren. Ich glaube, allein da waren 3 Masken drin. Ich meine, nicht alle aus der Goodiebox, aber es ist sehr maskenlastig. Ja, Marke kenne ich nicht. 45 Milliliter. Ich gucke mal, was hier hinten noch drauf steht. Ja, eine dünne Schicht sollen wir auf gereinigte, trockene Haut auftragen und die soll sich dann einfach quasi in die Haut absorben, also einziehen und die muss man auch nicht abwaschen. Man soll eventuell einen Allergietest 24 Stunden vorher machen und natürlich nicht machen, wenn man dagegen allergisch reagiert. Hier ist ein QR-Code drauf, den scanne ich jetzt mal. Vielleicht kann ich ja zumindest mit dem was herausfinden. Also hier sind Baobab Seed Oil, Peony Extrakt und Rice Bran. Wenn Sie unter trockener Haut und entzündeter Haut leiden, gut, trocken ja, entzündet Gott sei Dank nicht, hilft diese retexturierende Maske, Ihre Haut wieder auf den bevorzugten pH-Wert von 5,5 zu bringen. Reinigt auch die Haut, glättet den Teint und reduziert das Auftreten von Feinlinien und Poren. Also, ach guck mal, es stehen sogar Noten drin. Main Notes, Peach, Jasmine, Cedarwood, Sandalwood, White Rose und Tiberium Poppy. Und für Soothing, Purifying, Tighten, Moisturizing, Protect and Illuminate. Jo, das klingt auf jeden Fall nach einer Maske, die mir gefallen kann. Wenn sie auch gerade für trockene Haut ist, ist die super. Wie gesagt, so krass entzündete Haut habe ich nicht. Aber trocken geht immer, deswegen. So, das nächste ist von Verso, auch eine Marke, die ich nicht kenne. Nourishing Cream mit Niacinamide, wollte ich sagen. 15 Milliliter wird also eine kleine Größe sein. Jo, ich nehme mal an, dass das eine Tagespflege oder so ist. Kann ja mal gucken. Ich meine, Niacinamide gehen immer, die sind gut für die Haut. Ja, wir haben hier 15, Originalgröße sind 50 Milliliter, kommt dann in so einem Pumpspender aus Plastik und sie ist offensichtlich leicht gelb, also geht so ein bisschen in die gelbe Richtung. Jetzt gucken wir mal, was hier so schönes steht. Ah, jetzt so, extra reichhaltige Intensivpflege, Schutz gegen Umweltbelastungen und eine hohe Konzentration an Niacinamide. Sie ist silikonfrei, palmölfrei und parabenfrei. Genau, tierversuchsfrei ist sie auch und für sensible Haut geeignet. Jo, das finde ich doch gut. Genau, so eine extra reichhaltige Intensivpflege sein, die die Haut ausgleicht, sichtbar glättet und beruhigt. Ist angereichert mit pflegenden Inhaltsstoffen wie Lipiden und Ölen aus Hafer sowie einer hohen Konzentration an Niacinamid. Das soll die Widerstandskraft gegen die sichtbaren Auswirkungen der Umweltbelastung erhöhen und den natürlichen Schutz der Haut optimieren. Das Ergebnis sind kleine Fältchen und Linien werden reduziert. Auch Rötungen erscheinen reduziert und die Haut wirkt glatt, weich und geschmeidig. Jo, also quasi können wir uns die Haare erstmal schon schön machen in der Dusche und danach quasi erst eine Maske machen und dann noch eine Pflege on top, um das Ganze so ein bisschen abzuschließen, beziehungsweise die Maske für abends und das vielleicht für morgens. Grundsätzlich schöne Produkte, werden auch ihren Wert haben.
Das haben wir bei der Goodiebox ja immer, das muss man ja sagen. Der Wert ist in der Regel immer über 70 Euro, glaube ich. Also da kann man sich nicht beschweren. Die letzten beiden Produkte sind Lippenprodukte, sind Make-up-Produkte, also dekorative Kosmetik. Das erste ist ein Pinsel von Nire. Ich mag die Pinsel von Nire. Das ist die 223, ein Eyeshadow Brush. Und der sieht so aus. Jo. So ein bisschen flach von der, also schon ein... Oh Leute, ich kann sowas immer nicht erklären, ne? Er ist ein bisschen breiter und ein bisschen fester gebunden als ein, also ich sag mal, ne, das ist jetzt hier so ein typischer, der sehr fluffig und lang gebunden ist und dagegen ist der halt deutlich breiter und fest gebunden, ne, wenn ich den zur Seite packe. Jo, den werde ich auf jeden Fall behalten. Ich mag, wie gesagt, Nire Pinsel, ich habe auch ein paar da, bin ich immer ein großer Fan. So, das letzte ist von Gosh, habe ich, ich glaube ein, zwei Produkte von Gosh habe ich da. Das ist das Soft and Tinted Lip Balm, der Soft and Tinted Lip Balm. Ja, der hat auch ein SPF 15, na gut. Ja, so sieht der aus. Wird also eine Art Pflegestift sein oder ist das eine Creme? Okay, hat hier so einen Applikator. Ach komm, wisst ihr, ich habe zwar gerade erst frisch für dieses Video extra, weil ich das abends, also spätabends auch übertrieben, es ist 19:48 Uhr, das noch drehe. Ich habe einen kleinen Powernap gehabt. Habe mir gerade jetzt extra wieder Lippis drauf gemacht, weil ich natürlich keinen mehr hatte, aber so, bitte macht das nicht mit eurem ganzen Gesicht. Schlecht für die Haut. Selbst meine Lippen fühlen sich jetzt nicht unbedingt angenehm an, aber umso besser, es ist ja ein Balm und bei einem Balm erwarte ich ehrlich gesagt, dass er entsprechend pflegt. Es ist die Farbe 004 Vintage Rose. Applikatorkopf erinnert mich so ein bisschen an die Powder Puffs von NYX. Die haben tatsächlich, nur dass der nicht angestrebt ist, aber auch so ein Applikatorpuff. Da kommt was. Okay, da ist auf jeden Fall auch Farbe da, was ich hier so sehe. Mal gucken, wie intensiv das auf den Lippen ist. Wie Sie sehen, sehen Sie nicht. Also ja, man sieht einen minimalen Unterschied, ne? So, da hätte man die Färbung auch sein lassen können, ne? Ich habe ja schon sehr helle Lippen, aber ich sehe nichts. Ich gucke jetzt gleich mal in den Spiegel, ob ich da was sehe. Aber in dem hinter mir sehe ich nichts. Nö. Nee, Leute. Also, nette Idee. Als Gloss kann man den bestimmt on top drüber machen. Lippen fühlen sich mega gepflegt an, keine Frage. Ist wirklich schön. Aber das Tinted, also das, was man hier eigentlich sieht, ich hätte jetzt irgendwie schon erwartet, dass ich auch ein bisschen was davon auf den Lippen kriege, aber das ist dann doch zu nah an der Lippenfarbe und ich drücke euch das jetzt mal hier so richtig raus, damit ihr das mal seht. Aber das kommt halt nicht auf die Lippen, ne? Also das ist dann doch zu nah, ihr seht, jetzt habe ich hier genau den dort drauf, an meiner Originallippenfarbe, dass ich da gar nichts tut. Schade. Hätte ich jetzt nicht abmachen müssen, ne? Hätte ich auch einen Top drauf machen können. Würde ich so pur auch nicht tragen, weil ich immer was auf den Lippen brauche. Ansonsten finde ich immer diesen Kontrast von meinem Gesicht zu Lippen immer ziemlich schwierig. Also, ist nicht vorhanden gefühlt. Jetzt habe ich den Nire-Pinsel schon reingepackt, ne? Da ist er. Ja, drei pflegende Kosmetikprodukte, zwei dekorative finde ich super. Also, Verhältnis ist gut, gerade für die Goodiebox, die ja doch, die Gossi-Box. Auch ein freudscher Versprecher hier. Gerade auch für die Goodiebox, die ja sonst eher pflegelastig ist, finde ich das schön, dass wir diesen Monat auch zwei dekorative Produkte drin haben. Auch wenn das für mich jetzt nicht so richtig ein dekoratives Produkt ist, bin ich ehrlich, ist auch eher ein pflegendes, weil, also ich sehe nicht, ich sehe halt nichts. Und ich glaube, die meisten werden auch nichts sehen. Das heißt, die haben noch hellere Lippen als ich. Kommen wir zu dem Thema, weswegen ihr vielleicht drauf gelegt habt, warum ich die Goodiebox, auch wenn sie gut sein wird und der, da glaube ich, der Warenwert und der entsprechende Faktor im Vergleich zum Kaufpreis bestimmt gut ist, warum ich sie nicht mehr behalte. Ich gliedere das mal nach so mehreren Punkten. Punkt 1 ist tatsächlich die Vergleichbarkeit. Das hat mit YouTube auch so ein bisschen zu tun. Bei der Goodiebox war es ja schon immer so, dass man nicht die aktuelle Box kaufen konnte, sondern man bekam immer eine Welcome-Box. In der Regel hatte die, als ich die früher abonniert hatte, immer so 3-4 Monate war die und dann haben sie eine neue gemacht. Das waren immer die Favoriten quasi der Kundinnen. Schöne Idee. Habt regelmäßig mal euren zweiten Account die bestellt, immer euch gezeigt. Gibt es hier diverse Videos zu.
So Leute, ich muss mir jetzt was drauf machen. Mich hat es so hart getriggert, dass ich gefühlt nichts drauf habe. Ich kann nicht reden, ohne dass ich was auf den Lippen habe. Ich bin nicht der Mensch, der nur ein Glas drauf macht. Ja, also wie gesagt, Verlässlichkeit, Vergleichbarkeit war ja der erste Punkt. Und gerade auch der Punkt der Vergleichbarkeit dann ab der zweiten Box, die ja dann die reguläre Monatsbox war, war nicht mehr gegeben. Ich bin ja neu eingestiegen, Ende Januar, habe mich auch wirklich gefreut. Ich hatte die Glossybox deabonniert, die hatte ich im Jahresabo gehabt und habe mich gefreut, jetzt mal wieder eine neue Box auszuprobieren, weil so die letzten mich dann nicht mehr so ganz gehypt hatten und dachte so, jetzt mal wieder die Goodiebox. Einfach was Cooles. Und ich hatte mir monatelang keine Abos und sowas angeguckt dazu und hatte dann mit Dani drüber gesprochen und Dani meinte, sie ist immer noch ein großer Fan davon, dachte ich, bestelle ich mir. Hatte auch zufällig zu diesem Zeitpunkt ihr Welcome-Box-Unboxing quasi gesehen und dachte, perfekt, machen wir. Und hatte lustigerweise eine andere, denn das war die erste Umstellung. Sie haben jetzt jeden Monat eine neue, zumindest war das jetzt so ein bisschen das, was man so gehört hat. Ach ja, Joshi, was ist denn los? Ja. Aber auch die nächsten Boxen waren nicht vergleichbar, denn das, was ich bei anderen Leuten gesehen habe, hat sich teilweise gravierend unterschieden. Und das, was die Goodiebox immer so specialig, sag ich mal, gemacht hat und vor allem auch, was viele, glaube ich, gefeiert haben, war, alle haben das Gleiche bekommen. Alle haben diese Produkte gehabt. Es gab nicht, dass irgendjemand ein Produkt hatte, was vielleicht auch weniger wert war. Alle hatten die gleichen Sachen. Du wusstest, das ist in der Box drin und wusstest, kannst dich auch drauf freuen, wenn du vorher schon mal ein Unboxing gesehen hast. Ob du nun Content Creator bist oder nicht. Und das war dann halt nicht mehr da. Ne? Das muss man einfach so sagen, das war dann nicht mehr da. Muss grundsätzlich nichts Schlechtes sein, spricht aber nicht so ganz für einfach den Stil von der Goodiebox, wie sie nun mal eigentlich aufgebaut ist, sage ich mal. Punkt 2, die Pünktlichkeit. Ich habe es euch heute schon gesagt, die Box für den Mai kam jetzt am 2. Juni. Auch die Aprilbox kam meines Erachtens, habe ich euch wahrscheinlich im Video gesagt, zu spät. Und das setzt sich durch. Ich glaube, also vielleicht eine, aber ich glaube, ich habe keine Box pünktlich bekommen. Ich glaube, im Februar war das Problem gewesen, dass ich meine Goodie Points, irgendjemand hat im Januar meine Welcome Box bestellt, also über den Link, über die Welcome Box. Vielen lieben Dank nochmal an diejenige. Keiner hat mir aktiv geschrieben, hey, ich habe deinen Link benutzt. Ihr dürft mir das ruhig unten in die Kommentare reinschreiben, damit ich Danke sagen kann. Also nochmal Danke gehen raus. Und ich habe dann das genutzt, denn wenn ihr das macht, dann bekomme ich eine Goodie Box umsonst. Braucht ihr jetzt nicht mehr machen, ne? Geht bei irgendjemand anderen, guckt bei Dani und gebt der eine Goodiebox und sonst, wenn ihr da noch eine bestellen wollt. Und es kam nichts. Und dann habe ich irgendwann reingeguckt, auch keine Sendungsverfolgungsnummer, habe denen also geschrieben und sie sagte, ja nee, irgendwas stimmt da mit der Bezahlung nicht. Ich so, ich habe das mit den Goodiepoints bezahlt. Ach so, komisch. Und ich habe alles ordentlich eingestellt, ne? Es war auch so registriert bei mir, wenn ich reingegangen bin. Okay, kam sie super spät. Kam dann gefühlt fast zeitgleich mit der Märzbox. Ich glaube, das war fast die einzige Box, die halbwegs pünktlich kam, sodass ich die euch, glaube ich, auch beide zusammen gezeigt habe. Aber es ist für mich auch als Content Creator echt schwer, wenn die Boxen einfach nicht pünktlich kommen. Und ja, April, Mai, brauchen wir nicht drüber reden. Mich stört sowas. Und mich stört vor allem, auch das war jetzt auch bei der Mai-Box wieder so, ich glaube, bei der April-Box habe ich eine Info bekommen, dass sie später kommt. Bei allen anderen Problemen musste ich immer nachfragen. Ich habe jetzt auch wieder nachgefragt, nachdem ich wochenlang nichts gesehen habe, keine Sendungsverfolgung. Ich so, Leute, ich habe den Support angeschrieben und wirklich Hände hoch, der Support ist in Ordnung. Wo ist denn meine Goodiebox? Und dann kam, ja, oh, wir haben Lieferschwierigkeiten, da gab es technische Probleme. Also es gibt dann irgendwie immer andere Gründe, aber es sind immer wieder die gleichen Probleme. Und das stört mich. Ich möchte meine Box bekommen und ich möchte nicht jeden zweiten oder fast jeden Monat der Box quasi hinterher schreiben, wo ist sie denn? Also das ist einfach kein guter Service. Punkt 3 ist eben auch der Punkt Service und Abo-Qualität. Geht quasi so ein bisschen eben damit einher, was ich gerade erläutert habe. Also den Aspekt, dass es mit den Goodie-Points nicht gut funktioniert hat. Und ich weiß, dass tatsächlich Goodie-Box da auch eine Art von... War das Goodie-Box? Nee, es war Metal-Box. Ja, eben dieser Punkt, es ist überhaupt nicht schlimm, dass ich mal was verspäten kann, zumal die, glaube ich, auch direkt aus Skandinavien kommen. Aber ich hätte dann gerne eine Info und eben nicht diesen Punkt, dass ich das dann halt selber nachfragen muss. Ja, das, wie gesagt, geht so ein bisschen mit Pünktlichkeit einher, dass ich ihn selber hier mache.
hinschreiben muss. Wohlgemerkt, der Service war gut innerhalb von ein paar Tagen. Also er war auch schon mal besser, muss ich auch sagen. Ganz ehrlich. Der Service war mal richtig gut. Die haben innerhalb von 24 Stunden normalerweise geantwortet. Jetzt ist man so bei 2 bis 3, manchmal auch 4, 5 Tage. Ja, naja. Ein weiterer Punkt, und den findet man dann so in diversen Foren und Co., ist, dass bei Goodiebox wohl gerade eine große Umstrukturierung erfolgt und man gar nicht so richtig weiß, bleibt Goodiebox überhaupt erhalten. Da hat man gemerkt, dass in der Führungsriege, sage ich mal, sich einiges verändert hat, und es gab einen Posten, der hieß Liquidator, also was wie eben ja, Ausmerzer quasi. Das sind, glaube ich, Menschen, die in Firmen reingehen, die nicht mehr ganz so finanziell gut laufen und gucken, an welchen Stellen können sie sparen. Oder muss die Firma sogar eingestellt werden? Und ich glaube, das ist tatsächlich bei Goodiebox wahrscheinlich gerade im Umbruch der Fall, was sehr schade ist, weil ich die Goodiebox, wie gesagt, bevor ich sie wieder abonniert hatte und da die Pause hatte, fand ich sie echt gut. Ja, sie war halt immer sehr pflegelastig, und irgendwann war ich da an so einem Punkt, wo ich erstmal sagte, ich brauche erstmal ein bisschen Päuschen, und ich bin halt eher der Make-up-Fan. Sie ist dazu auch noch ein bisschen teurer geworden, sie nennen es Energiepauschale, ich glaube, knapp 1,60 zahlt man nochmal oben drauf. Wir sind also nicht mal bei 20 Euro, was ja schon immer eine relativ große Zahl war für eine Abo-Box. Ja, wir haben großen Wert. Sondern waren inzwischen, glaube ich, jetzt bei 21,50, 21,60, irgendwas in dem Dreh. Und das sind jetzt alles Dinge gewesen, weswegen ich jetzt gesagt habe, ich mache jetzt hier den Cut. Ich bin auch so ein bisschen, natürlich, ich bestelle mir die Boxen natürlich auch für mich, keine Frage, aber auch natürlich ein bisschen als Content Creatorin. Und wenn ich hier den Content nicht schön machen kann, dann überlege ich mir noch mal mehr, wenn mich die Box nicht so hypt, und das haben die letzten auch nicht, die waren nett, aber sie waren halt nur nett, ob ich sie dann behalte. Weil es ist ja immer wieder Geld, und ja, 21 Euro kann ich auch für andere Dinge ausgeben. Ne? Also dafür kriege ich bei Cosmetic for Less eine Mystery Box, wo immer ein paar schöne Sachen drin sind, die, wenn sie mir nicht gefallen, an euch weitergehen. Stichwort Gewinnspiele. Das eine ist gerade ausgelaufen, das nächste läuft gerade. Guckt gerne vorbei. Es geht um meine Paletten-Declutter, was ihr da oben seht. Da sind sie nämlich schon eingerollt. Ja, deswegen darf die Goodiebox nun ausziehen. Und zwar vorerst, vielleicht für immer. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie sie sich entwickeln wird. Vielleicht beruhigt sie sich auch wieder. Man hört aber von vielen, dass sie unzufrieden sind, wenn man so ein bisschen YouTube guckt, die halt ähnliche Probleme haben. Ich weiß, Dani hatte bis jetzt zum Beispiel nie Probleme, und das war jetzt auch die erste Box für sie, wo sie auch keine Info hatte, was ist jetzt hier los. Das sind so Sachen, die sind einfach schade, gerade was auch den Service angeht. Ne? Dann schreibt man halt, warum eine Box zu spät kommt. Das kann nicht sein, dass mir hier 3, 4 Boxen zu spät kommt und ich eine Info dafür kriege, dass mal eine zu spät kommt, und die anderen muss ich erfragen. Da erwarte ich schon auch den Service. Das ist ja oft dann auch eine generierte E-Mail. Ne? Naja, das ist auf jeden Fall der Grund, warum ich mich von der Goodiebox verabschiede. Die Glossybox habe ich euch letzten Monat schon auf meinem Kanal wieder gezeigt, weil sie ganz coole Inhalte hatte. Und ich habe euch gesagt, wir schauen mal, was die nächsten Monate geben, ob ich jetzt doch wieder zurückgehe oder ob ich dann sage, denn ich bin aktuell im monatlichen Abo, wir lassen es doch wieder und ich gebe das Geld halt anders aus. Das heißt, hier kommt weiterhin noch diese Box, und ich weiß gar nicht, ob diesen Monat die InStyle kommt. Ich bin so außer Atem. Ich bin doch so ein bisschen... So, gucken wir mal kurz, ob die InStyle-Box diesen Monat kommt. Die Plissin-Box kam schon, die Pink-Box kommt die nächsten Tage an. Habe ich auch schon eine Info bekommen. So, am 2.6. ist Rechnungstermin, weil ich zahle jährlich, deswegen ab dem 15.6. Jo, dann kommt ja auch bei die InStyle-Box. Die mag ich ja auch sehr, die kommt ja nur alle 3 Monate hier auf dem Kanal. Und generell zu mir. Dafür sind da viel mehr Produkte drin. Und ich bin ein großer Fan davon. Habe auch ein relativ günstiges Abo. Auch wenn sie auch dort den Preis angezogen haben. Tatsächlich. Sodass ich jetzt nicht mehr 90 Euro, sondern... Lasst mich lügen. Sie haben es mir geschickt. Das sind so, vorher waren es ja dann 22,50 Euro. Ich glaube, jetzt sind es 25 Euro oder irgendwas in dem Dreh. Also es ist ein bisschen teurer geworden. Sie haben auch da die Preise angepasst. Kann man verstehen. Die Inflation ist nun mal da. Und auch wenn sie in einigen Bereichen gerade wieder rückläufig ist, habe ich übrigens beim Teddy gemerkt, da gehen gerade die Preise wieder runter. Ne, grundsätzlich, also nicht auf die roten Aufkleber reinfallen, hat mir die Teddy-Mitarbeiterin nämlich verraten. Ich gesagt habe, ich ist so viel reduziert, sagt sie, nee, ist nicht reduziert. Ist einfach nur runtergesetzt, wieder auf den Originalpreis. Und bis wir quasi die neue Ware bekommen, wo die neuen Schilder drauf sind, machen wir alles rot. Animiert zum Kaufen, sage ich, ja gut. Hat geklappt bei mir.
Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es jetzt ein sehr negatives Video war. Ich habe euch ja trotzdem gezeigt, was in den Boxen ist. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo auf meinem Kanal freuen. Schön, dass hinter mir auch eine Goodiebox liegt. Ja, damit ihr hier keine weiteren Videos mehr verpasst. Und ansonsten würde ich sagen, war es das mit diesem Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Tag oder Abend und verlinke euch bis zum nächsten Mal. Hier mal meine Playlist mit den Unboxings. Hier geht es zu meinem Kanal zum Stöbern und Abonnieren. Und hier findet ihr das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Bis dahin, ciao, ciao!